Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und ich habe mich mal geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ein bisschen schlau gemacht wegen dieser Ladeprobleme, bla bla bla. Es gibt keine vernünftigen Lösungen. Eine Lösung war, man soll die Fallout New Vegas Exe vom Virenscanner ignorieren lassen. Jo, habe ich getan. Ich habe eh keine Angst bei einem Steam-Spiel. Nicht mir, dass hier irgendwie Probleme macht wegen Viren und so. Ja. 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 Und ja. Bedeutet also, habe ich jetzt gemacht, ich habe das ganze Verzeichnis, habe ich auch nochmal extra in AVG und bla bla bla. Und kampflos, also ich hoffe einfach mal, dass es besser verlassen. Ja. Okay. War da nicht? Ah, nee, da sind sie lang, okay. Dann gehen wir also jetzt auf die andere Seite. Wir können nochmal mit dem hier vorher reden. Kampflos können wir nicht. Nicht auf. Darauf kann sich die ganze Munition darf ich nicht nehmen und hier jetzt. Natürlich darf es jetzt nicht mit 20 FPS laufen, das wäre schon ziemlich kacke. Geht. Ich glaube, das war's. Ach ja, ich liebe dieses Entschärfen von diesen Teilen. Was ist jetzt das Problem hier? Ich sehe hier kein Problem. Spice and Steve. Lucky Casino. Und da ist der Mojave Express. Ach, guck mal. Ich würde sagen, da gehen wir. Ja. Daniel, wait. Mojave Express Lieferauftrag. Ach, guck mal. Anweisung. Liefern Sie das Paket über Freezer zum nördlichen. Ja, das hatten wir schon mal. Okay. Beschädigten Roboter suchen. Während des Kampfes können sie sich nicht darauf konzentrieren. Wett. Was so? Meine, da habe ich nicht den Kopf für. Meine Güte. Dynamit, Haarklammer, Sunset Sauce. Ne, ihr wisst. Ja, des Kampfes kann ich mich darauf konzentrieren. Okay. Kühlschrank, da darf ich überall nicht dran. Warum? Ich darf wohl nicht im Bett schlafen. Das sah aus wie, aber es ist ein Knopf. Yippie, oh. Hi. Ja, genau. Irgendwie sieht das aus wie so eine Halskrause, was der da hat. Hey. 100 RNK-Dollar, also man kriegt hier echt, diese RNK-Dollar sind nicht wenig hier. Jetzt scheint es wieder friedlich zu sein, das freut mich doch. Hierbei handelt es sich um ein weiterentwickeltes Modell des Roboters mit verstärktem Gehäuse. Es ist recht abgenutzt und scheint einiges durchgemacht zu haben. Man sieht aber kaum schwere Beschädigungen. Reparieren versuchen, die Elektronik in Augenschein nehmen. Reparieren von mindestens 65 mit Ersatzteil reparieren. 3 Teile Altmetall, 2 Sensormodule, etwas Elektroschrott. Okay. Nur wenige der Elektronik-Hauptsysteme scheinen noch voll funktionsfähig zu sein, aber die redundanten Systeme funktionieren. Wenn man die Hauptsysteme umgeht, sollten die Sekundärsysteme das kompensieren und die Reparatur leichter machen. Ja, das haben wir alles nicht. Altmetall, ja. 3 Altmetall, 2 Sensormodule waren das, ne? Und etwas Elektroschrott. Kriegen wir hin. 9 mm Pistolen. Macht immer noch nicht mehr Schaden. 10 und 36. Hier, wir machen 14. Da gehen wir später rein. Die 8er. Seht ihr das?
Da ist eine böse Gestalt. Aber wir gehen erstmal ins Wiki und Vance. Ich weiß nicht, was sie nach Prim geführt hat, aber ich rate ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Das ist eine nette Begrüßung. Wer sind Sie? Johnson Nash ist mein Name. Bin der Mann von Ruby Nash. Wir leben seit fast 8 Jahren in Prim und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich bin eigentlich Händler, aber in letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun. Außerdem führe ich die Niederlassung des Mojave Express hier. Ja, wenn Sie durch dick und dünn gegangen sind, Sie sind dünn, also ist ja so. Ich bin ein Kurier des Mojave Express. Tja, ich habe im Moment keine Arbeit für Sie. Tut mir leid. Ich habe ein Paket verloren, das ich hätte ausliefern sollen. Ich werde Ihnen sagen, was ich kann. Haben Sie vielleicht einen Lieferauftrag? Yep. Der Lieferschein zeigen. Was können Sie mir über diesen Auftrag sagen? Oh, Sie reden also von einem dieser Pakete. Der Job war von Anfang an irgendwie seltsam, aber wir sind auf die Kronkorken angewiesen. Erzählen Sie mir von dem Auftritt. Man hat mir den Chip geklaut, ein Mann im Karettenanzug und seine Schläger. Kamen Sie hier vorbei? Erzählen Sie mehr von dem Auftrag. Dieser Cowboy-Roboter wollte 6 Kuriere anheuern. Jeder sollte etwas anderes transportieren. 2 Würfel, eine Schachfigur, sowas in der Art. Ich sollte beim Expressbüro im Hub 7 Kuriere anfordern. Und zwar offenbar nur, um Nippes zu transportieren. Spielkarten, Würfel, Schachfiguren, so Kleinkram. Und dann dreht er sich plötzlich um und sagt, dass er 6 Kuriere will, nicht 7. Du hast voll den falschen Text gelabert. Er zog zurück. Ja, hat ganz komisch geguckt, als er Ihren Namen auf der Liste gesehen hat. Hat mich entgeistert angeschaut und gefragt, ob der Name wirklich stimmt. Ich habe ihm gesagt, dass Sie todsicher noch leben. Da hat er den Job einfach abgelehnt. Hab ihn gefragt, ob er sich da ganz sicher ist. Nein, Kurier 6 soll das Paket abliefern, hat er gesagt. So, als würde sich die Mojave um Sie kümmern. Und dann ist er einfach verschwunden. Wissen Sie, wer er war und wo er hin ist? Keine Ahnung. Aber er muss sie wohl gekannt haben, so wie er sich verhalten hat. Er hat sich sogar gutes Geld durch die Lappen gehen lassen. Hoffe mal, er hat keine Probleme mit Ihrem Paket befürchtet. Vielleicht dachte er auch nur, dass Ihr Name Unglück bringt. Wer weiß. Ja, man hat mir den Chip geklaut. Ein Mann im Karettenanzug und seine Schläger. Kam sie hier vorbei? Jetzt, wo Sie es erwähnen, jemand aus der Stadt war vor ein paar Nächten draußen auf der Suche nach Brauchbarem. Er meinte, er hätte einen Typen mit einem schicken Anzug und ein paar dieser Großkernschläger gesehen, die über einen Chip redeten. Einer dieser Männer hat mich angeschossen. Ich muss wissen, wie ich sie am besten einholen könnte. Da sollten Sie sich am besten an Deputy Beagle halten. Er hat sie beobachtet, seit sie aufgetaucht sind, und er war beim Bison's tief, als ihr hübscher Freund hier vorbeigekommen ist. Vielleicht hat er auch mitbekommen, wohin sie wollten. Dieser Cowboy... Ja. Waren da nicht noch mehr Cowboy-Roboter? Meinen Sie den da drüben? Nein, einen anderen. Der war größer. Hatte ein Gesicht auf einem Bildschirm und hat eher so wie Sie und ich geredet. Ich würde Sie gerne noch was anderes fragen. Ich habe sonst nichts weiter vor. Wie alle. Wo bekomme ich Informationen über den Mann, der auf mich geschossen hat? Beagle hat sich ein paar Notizen gemacht, als er die Pulverräuber belauscht hat. Vielleicht kann er Ihnen weiterhelfen. Aha. Ich wollte noch ein paar Fragen zu der Lieferung stellen, die ich übernehmen sollte. Ich werde Ihnen sagen, was ich weiß. Eigentlich nicht. Wie kann ich Prim helfen? Im Moment ist Beagle der Einzige, der hier für Ordnung sorgen könnte. Aber er sitzt im Bison's Tief fest. Am besten, Sie holen erstmal seinen feigen Hintern da raus. Interessant. I have some questions about your wind robot. What? Das kaputte alte Ding? Was wollen Sie denn wissen? Ach so, wo sind Sie hergekommen? Ein Kurier hat das Ding vor ein paar Monaten hier gelassen. Hab es eine Weile zum Laufen gebracht, aber dann ist es verreckt. Ich habe es nicht mehr zum Laufen gebracht. Wollte das Ding für Kuriertätigkeiten verwenden. Aber das wird wohl nicht mehr passieren. Was soll das? Keinen Schimmer. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, aber meine Tage als Bastler sind längst vorbei. Aha, was dagegen, wenn ich mich an der Reparatur versuche? Sie können es gerne versuchen. Das Ding gehört Ihnen, wenn Sie es zum Laufen bringen.
Wenn es nach mir ginge, würde ich das Ding auf den Schrottplatz von Novak bringen. Da wäre es gut aufgehoben. Und sonst so, haben Sie was zu verkaufen? Sicher. Schauen Sie sich ruhig um. Ja, ja. Ich habe auch was zu verkaufen. Ah, hier, ne? Und das und Dynamit. Und Dynamit mit langer Lunte und ein Kleinkalibergewehr und eine Single Shotgun. Splittermin behalte ich mal lieber. Vorschlaghammer braucht kein Mensch. Hocker, genau. Überlegen Soldatenoutfit. Ach komm, verkaufen wir das. Ödlands Arbeitsanzug. Medizin plus 5, ah nee. Stealth Boy, obwohl der einer ist immer gut, wenn man den dabei hat. Bügeleisen. Warum habe ich Bügeleisen dabei? Geckohaut. So eine Stange Zigaretten. So eine Munition und so eine Munition. Wie siehst du, ja, schon fast 1000. Das geht hier ganz fix. Kleidung hat da nichts Besonderes. Ein Stimpack. Klar. Patriotenkochbuch brauche ich alles nicht. Was? Increase Condition. Brauche ich alles nicht. Obwohl, warte doch, oder? Elektroschrott. Elektroschrott. Munition, ah, ist sonst nichts dabei, ne? Brauche ich die 5,56 eigentlich? Nein, ne? Warum habe ich die noch? Danke. Bitte. Ich habe ein paar Fragen über Prim. Nun, ich werde sie so gut ich kann beantworten. Wissen Sie, wo ich das Kurierdienstbüro finde? Sicher, ich leite es von meinem Laden aus. Zumindest habe ich das, bis hier alles den Bach runterging. Aha, ich habe noch mehr Fragen über Prim. Fragen Sie los. Was ist mit Prim passiert? Naja, es ist schon eine ganze Weile hart hier. Aber seit die Schläger den Deputy entführt haben, ist es noch schlimmer geworden. Es fing alles mit dem Ausbruch aus dem Gefängnis an, weiter die Straße hoch. Erst waren es nur ein paar Schläger, aber dann wurde eine Bande draus. Sie nennen sich die Pulverräuber oder so. Sie schmeißen mit Dynamit um sich und schießen auf die Leute. Vor einer Weile haben sich einige aus der Organisation abgesetzt, kamen in die Stadt und haben sich unser Essen und Wasser unter den Nagel gerissen. Oh, das ist scheiße, ne? Das Vicky und Vance? Sie stehen drin. Das Casino hat Leute in die Stadt gelockt und uns ein paar Kronkorken beschert. Aber dann sind diese Pulverräuber aufgetaucht. Wenn sie die Stadt stürmen, decken wir sie mit Blei ein. Aber wir sitzen im Canyon fest. Naja, irgendwie ein ganz passendes Plätzchen dafür. Wenn sie mal nachdenken würden, kämen sie darauf, dass sie mehr Leute als wir Kugeln haben. Aber fürs Erste sind wir hier wohl sicher. Ja. Aber mit meiner Hilfe. Ich sehe. Und was ist das Wesen, Steve? Ein altes Hotel und Casino in der Stadt. Die gute Lori hat dort früher Zimmer vermietet, aber sie ist schon vor Monaten verschwunden. Gegenüber vom Vicky und Vance, dem anderen alten Casino. Sie können es nicht verfehlen. Ja. Sie haben gesagt, dass Pulver bei den Prims Deputy entführt haben. Beagle einen Deputy zu nennen, wäre eine Beleidigung für alle Deputies. Der Junge war etwa so nützlich wie Titten an einem Red-Skorpion. Er ist nur Deputy geworden, weil er der Schwager des Sheriffs war. Trotzdem hat er nicht verdient, was die mit ihm angestellt haben. Wir hätten das Lösegeld ja bezahlt, aber wir können es uns einfach nicht leisten. Hört sich gut an. Warum nennen Sie sie ständig Räuber? Ich dachte, die heißen Pulverbanditen. Ach, Banditen, Räuber, das hört sich für mich alles nach Schwierigkeiten an. Stimmt auch, ja. Wollt ihr eine Runde Karawan spielen? Nein, goodbye. Auf Wiedersehen. Ja, irgendwie haben die das alle mit dem Dialog nicht so. Was ich hier so interessant fand, habe ich gerade mal gesehen. Hier, es gibt ja, in den Automaten kennen wir das ja ganz bekannt, mit diesen Früchten. Und die Früchte, das kam, weil früher bei den Automaten, als da kein Geld verlost werden durfte, hat man Bonbons, waren das glaube ich, Bonbons oder Kaugummis. Wurden dann aus dem Automaten abgegeben und die
Sorten, die Früchte, stellten die Sorten dar. So, eine kleine Anekdote am Rand. Hallo. Und Deputy Beagle wird im Bison Steve gegen Lösegeld festgehalten. Bringt sicher eine Menge Touristen. Ja, Prim Slim. Howdy, Partner. Willkommen im Casino-Museum Vicky & Vance. Mhm, wer sind Sie? Prim Slim und jederzeit zu Diensten. Authentischer Viehtreiber und offizieller Sprechbot des Vicky & Vance Casino-Museums. Yeehaw! Wer waren Vicky & Vance denn überhaupt? Wo waren Sie denn in letzter Zeit, Partner? Hatten Sie sich unter einem Fels versteckt? Vicky und Vance waren das vierte oder fünftberühmteste Verbrecherpärchen, das diese Nation je gesehen hat. Prim Slim kann Ihnen die ganze Geschichte erzählen, wenn Sie dafür eine Minute Zeit haben. War das nicht Bonnie und Clyde? Naja, erzählen Sie mir die ganze Geschichte von Vicky und Vance. Ja, ich hatte schon seit Jahren keine Gelegenheit mehr, Ihre Geschichte zu erzählen. Eines vorweg. Jeder Dung darüber, dass Vicky und Vance Nachahmer waren, ist nur bösartige Verleumdung. Tatsache ist, dass ihre Verbrechensserie zwei Tage vor dem ersten Bankraub von Bonnie und Clyde begannen. Wer ahmte also wen nach? Zugegeben, Vicky und Vance zogen keine breite Schneise aus Mord und Bankraub mitten durch die USA, wie es Bonnie und Clyde taten. Es war eher ein schmaler Kratzer aus Ladendiebstahl, Scheckbetrug und unbezahltem Tanken. Aber Verbrechen ist Verbrechen. Und sie fuhren rücksichtslos. Da sie mit der Waffe lebten, zumindest hatte Vance eine, war es nur angemessen, dass sie auch durch Waffen umkommen sollten. Vielleicht war es das Schicksal selbst, das sie in Plano, Texas, mitten ins Kreuzfeuer einer Schießerei zwischen der Polizei und Bankräubern führte. Oder vielleicht merken sie es erst, als es zu spät war. Man sagt, dass Vicky, hätte sie überlebt, in dieser Bank einen faulen Scheck eingelöst hätte. Wir werden es nie erfahren. Wir wissen lediglich, dass das Auto nebst Insassen durch das Kreuzfeuer zerfetzt wurde und sich die Polizei entschuldigte. Sie können das echte Todesauto dort hinten bewundern. Im Schaukasten daneben befindet sich Vances Maschinengewehr. Das erinnert mich gerade auch an Bonnie und Clyde. War das nicht auch so, dass die da eine Schießerei hatten mit der Polizei, wo die beiden starben und irgendwie währenddessen sind da irgendwelche Zivilisten umgekommen? Finde ich interessant, wenn das glaube ich, ist. Erzählen wir noch einmal von Wicked Man. Nein. Das wollte ich nicht. Was sollte man über Prim wissen? Prim ist ein blühender Erholungsort in Clark County. Direkt an der Interstate 15 gelegen. Egal, ob sie ihr Glück nicht bis Vegas zurückhalten können oder vor dem Verlassen Nevadas noch einen Jackpot möchten, in Prim sind sie richtig. Die größte Attraktion der Stadt ist das Casino-Museum Vicky & Vance. Also sind sie hier genau richtig, Partner. Was ist mit dem Hotel Bison Steve auf der anderen Straßenseite? Das Bison Steve ist eines der weniger beeindruckenden Casino-Hotels von Prim. An ihrer Stelle würde ich mich davon fernhalten. Man sagt, dass die Groupiers da drüben mogeln und dass die wackelige Achterbahn jederzeit einstürzen kann, da sie nicht nach Vorschrift gebaut wurde. Das kann ja alles einstürzen, ganz New Vegas kann einstürzen. Was ist das für ein Ort? Oh, das ist das Vicky & Vance, ein Casino mit Museum. Prims oberste Touristenattraktion und bevorzugtes Resort-Hotel. Oh ja. Ja. Gute Reise, Partner. Ja, gute Reise. Das Schussauto, ja. Sieht man. Die Waffe? Oder was? Die 9mm Pistole im Glaskasten zur Linken dieser Plakette ist die Originalwaffe, die Vance in einer mit Papier umwickelten Schachtel unter einigen Koffern im Kofferraum seines Wagens transportierte, während er und Vicky ihre Verbrechensserie gingen. Aus ihr wurde nie geschossen und sie überstand glücklicherweise auch den Kugelhagel unbeschädigt, der das Leben ihres berüchtigten Besitzers beendete. Ihr perfekter Zustand flößt allen Angst ein, die sie sehen. Experten gehen davon aus, dass Vance bis zu 50 Menschen mit ihr umbringen hätte können, wenn er die Waffe abgefeuert, sowie gut gezielt und einen vollen Clip gehabt hätte. Mit weiteren Clips und bei mehrmaligen Nachladen sogar noch mehr. Welche Waffe? Du, Schrott-Ding. Hast schon gewusst, dass Vance Waffe fort ist? Gehen Sie doch rüber zum Schaukasten, dann werden Sie sie deutlich sehen. Ziemlich beeindruckend, diese Waffe. Tadellos erhalten, noch nie abgefeuert. Die ist, leer. Der Schaukasten ist leer, die Waffe ist fort. Haben Sie einen Sonnenstich, Partner? Ich kann die Waffe von hier aus mit meinen eigenen 3 Fotosensoren erkennen. Die Waffe fehlt immer noch. Jammern Sie nicht wegen verschwundener Waffen herum, Partner. Prim Slim ist schwer beschäftigt und hat keine Zeit für solchen Dumm.
Vielleicht bist du gehackt worden oder so. Bei Ihnen ist eine Schraube locker, Partner. Ja. Wir machen einen Cut. Bis zur nächsten Folge.